Was willst du? Willi, Hurensohn Junior, arbeitet mit Radovid zusammen. Wenn das stimmt, steckt Hurensohn bis zum Hals in der Scheiße. Die Quelle scheint zuverlässig zu sein. Das würde erklären, warum er sich traut, mit den großen Vier zu brechen. Ich brauche jemanden, der mich zu Junior bringt. Du musst doch noch Kontakte zu den Redaniern haben. Ich nicht. Aber du. Hilf mir auf die Sprünge. Temeria, ehemaliger Kommandant der Blauen Streifen. Klingelt's? Vernon Roche. Er hat sich mit seinen Männern in einem Lager bei Ochsenfurt verschanzt. Ein Besuch von dir dürfte seine Stimmung heben. Sprich im Lager der Widerstandskämpfer mit Venom und Vernon Roche. Okay, des Lagers, wo genau? Das Casino haben wir doch jetzt durchsucht, oder wie? Das Casino haben wir noch nicht durchsucht. Fehlt wohl noch was. Die Quests, dann gehen wir nochmal durchs Casino und dann suchen da noch mal ein bisschen. Was ist, grauer Junge? Suchst du nach einem Abenteuer? Danke, hab genug Abenteuer. Also. Dann suchen wir hier mal noch ein bisschen. Rüstungsreparaturset können wir immer wieder gebrauchen. Die Rüstung braucht, glaube ich, ein bisschen Reparatur. Ja. Das Waffenreparaturset behalten wir noch. 89% Rüstung, ja. Okay, gucken wir hier noch mal ein bisschen mit dem Hexersinn. Ich sehe gerade nichts. Dich haben sie ja halb tot geschlagen. Oh. Hey, hörst du mich? Na gut, hier war noch jemand hinter der Tür. Die Tür habe ich nicht gesehen. Peinlich. Jetzt krieg ich wieder die Husterei. Irgendwie Glyphe, das können wir brauchen. Können wir gleich einsetzen auf die Stiefel. Reden wir mit ihm. Bring mich nicht um. Hab ich nicht vor. Wer zum Teufel bist du? Hab unten Schreie gehört. Jetzt ist alles gut. Hilfst du mir? Die haben ja wohl mir zugerichtet. Du bist nicht schwer verletzt. Lass uns zuerst reden. Warum bist du hier? Wonach sieht's denn aus? Zum Sitzen und Trinken natürlich. Also gut, schlau und hart funktioniert nicht. Sie halten mich für einen von Bethlams Maulwürfen. Bist du einer? Nun,
irgendwie schon. Und was hast du irgendwie rausgefunden? Hurensohn arbeitet mit den Redanian zusammen. Ich weiß nichts Genaueres, aber er steht auf ihrer Seite. Das ist alles, was ich weiß. Aha. Pass auf dich auf. Danke. Ich tauche unter, bis sich alles wieder beruhigt hat. Bedlam wird erfahren, dass du mir geholfen hast. Geh zu ihm. Er wird dich belohnen. Sehr schön. Sprich mit dem... Okay, jetzt haben wir... Jetzt können wir das endlich angehen. Die Quests. Finde Junior. Vielleicht finden wir ihn dann im Lager endlich. So, jetzt mal bitte endlich. Ein Punkt. Täuschung 2. Danke. Das wird das Spiel deutlich angenehmer machen. Aber überall wird Täuschung 2 benötigt. Jetzt wahrscheinlich im Lager auch wieder. Wenn wir irgendwo rein wollen. Plätze hier im Pferdestall. Los, los! Über die Brücke hinein oder hinaus. Zum Lager. Die Widerstandskämpfer. Hier nicht. Wir entfernen uns wohl aus Nobelgrad. Oha, ja. Einen weiten Weg vor uns. Jetzt nach Novigrad kommen wir vielleicht später nochmal wieder. Und gerade führt uns der Weg geradewegs hinaus aus Novigrad. Kehren wir Novigrad in den Rücken. Ausdauer tanken. Mit ein paar Zwischenquests, die ich jetzt ganz liebend gern auslassen würde. Ich meine, jetzt haben wir Waffen, die über 100 Schaden haben. Damit könnten wir halbwegs Gegner besiegen, aber ja, wir haben es ja schon in Novigrad gesehen. Da gab es eine Quest, wo wir gegen die Schergen gekämpft haben und dann waren die uns ein bisschen zu hoch. Ist nicht ins Haus reinrennen. Ein Händler am Wegesrand. Ich glaube, das kommt mir bekannt vor. Hier waren wir schon mal. Geradrix. Wir sind doch bestimmt schon mal lang geritten. Gut geparkt, Plätze. Oh, Scheiße. Das habe ich nicht kommen sehen. Von oben hineingefallen.
schlimmere Zeiten. Lauter Zeiten. Ach, hier war der letzte Checkpoint. Diesmal vielleicht nicht geradewegs. Reinrennen. Eine Pferdwiese. Plätze Freunde von dir. Komm schon. Oha, sind wir wo reingerannt. Ich suche Roche. Niemand hier, der so heißt. Sonst noch was? Sicher. Verstehe. Und hinter dir, ist das ein Bärenpflückerlager? Wir sind, Vogelkundler. Na, sicher. Lass mich raten. Das Schwert brauchst du, falls du einen Nashornvogel triffst? Nein, Nashornvögel sind hier nicht endemisch. Dies ist auch nicht ihr Zugziel. Erzähl mir nix. Bist du blind, Hortensio? Das ist Geralt, ein alter Freund von mir. Komm rein, ich wollte grad. Ich wollte gerade Krawall machen. Geralt von Riva, gesund und munter. Vernon Roche, die letzte Hoffnung Temeriens. Lach du nur, Temerien wird sich wieder erholen. Roche, ich kann sie nicht zurücklassen, ich... Du kannst und du musst, denn so lautet dein Befehl. Sie werden sterben, bitte. Wir sind fertig, wegtreten. Und wer wird sterben? Was machst du hier? Skoyatell jagen? Du scherzt. Die Skoyatell interessieren keinen mehr. Temerien zählt. Sonst nichts. Wie hat es dich hierher verschlagen? Mit der Armee natürlich. Ihren Resten jedenfalls. Als Nilfgaard über die Jaruga kam, habe ich alles fallen gelassen und bin an die Front geritten, um zu kämpfen. Ich bin zur zweiten temerischen Armee unter Johann Natalis gestoßen. Wir sollten die Schwarzen bei Dol Blatana am Berg Carbon aufhalten. Also Teil 1, da bin ich relativ weit gekommen, aber ich habe es noch nicht mal nach Wesema geschafft. Gab trotzdem einige Parts. Kurz darauf hörte ich, dass Radovid seine Kräfte bei Novigrad sammelt, dass er geschworen hatte... Teil 2 habe ich und werde ich nicht spielen. Ich bin mit den Resten von Natalis Armee durchgebrochen. Ich habe das Gefühl, er könnte uns... Aber? Er müsste uns aus Teil 1 bekannt vorkommen. Aber Radovid war nicht besser als M hier. Daher entschied ich mich für meinen eigenen Kampf. Ich suche Hurensohn Junior. Hab von ihm gehört. Aber wie kommst du darauf, dass er in meinem Lager sein könnte? Ich habe ein paar Vögelchen singen gehört. Ihr habt gemeinsame Freunde. Ihr scheint beide Radovid zu euren Verbündeten zu zählen. Diese Vögelchen waren sehr gesprächig. Ich muss mit ihnen reden. Du musst sie mir nennen. Vernon, willst du mir jetzt helfen oder muss ich weitersuchen?
Du hast mal wieder mehr Glück als Verstand. Ich bin auf dem Weg zu meinem redanischen Kontaktmann. Wir treffen uns bei Ochsenfurt in einem Schachclub. Danke. Ich muss Schachclub sehen kann. Ich bin ermordet. Du und dein Kommandant? Triff Roche bei der Brücke in Ochsenfurt. Gut, dann können wir uns hier vielleicht noch ein bisschen umgucken. Und das werden wir dann im nächsten Stream tun. Für heute werde ich hier in diesem Lager erstmal mich zur Ruhe setzen. Und oh, das war ein gutes Standbild hier. Können wir sehen wir zum nächsten Stream wieder. So mit dem einen Bein hier drauf, das ist ein cooles Bild. Wird eh, ist eh wurscht. Nach dem nächsten Stream da eh Checkpoint mäßig. Na dann, ich würde mal sagen, chill ich hier am Lagerfeuer, beenden wir diesen Stream. Verwundet war Cirius sanft zusammengebrochen. Ein paar Bauern hatten sie gefunden und zum Baron gebracht, dem selbsternannten Herrscher Velens. Der Kriegsfürst hatte sie aufgenommen und gesund pflegen lassen. Dann war sie nach Novigrad weitergezogen. Aha. Ich muss mich morgen mal dran setzen, dass ich mal die ganzen Parts, die Streamaufzeichnung schneide und da mal die Parts hochlade. Weil ich hink gerade so ein bisschen hinterher und liegen mir schwer auf der Festplatte. Ich habe heute schon, bevor ich den Stream gestartet habe, hatte ich mir das schon so mit meiner vollen Festplatte wird's langsam. Da muss ich ein bisschen was löschen und ja. Ah ja, hier mit der wundervollen Pose, dem Lagerfeuer am Tag. Sind wir das letzte Mal gestoppt? Dann würde ich mal sagen, machen wir heute direkt weiter. Triff Roche bei der Brücke in Ochsenfurt. Ja, ich würde mich hier erstmal umgucken, vielleicht kann ich mit jemandem noch reden. Und wahrscheinlich aber ja nicht. Vielleicht gibt es hier noch was zu entdecken. Was ich noch nicht entdeckte. Deren Proviant ein bisschen plündern. Oh, ein Runenstein, den wir später noch brauchen werden. Ach ja, und neue Schwerter haben wir jetzt mal gekriegt. Gekauft. Das ist großartig. Jetzt haben wir stärkere und bessere Schwerter. Und kämpfen konnten wir damit noch nicht wirklich. Dann werden wir noch mal sehen müssen, wann wir damit kämpfen können. Bestimmt heute schon in diesem Stream. Du nervst, Grauhaar. Ich schaue mich nur kurz um. Ich plündere hier ein bisschen. Ein Bericht. Den können wir später mal lesen. Bist du völlig übergeschnappt? Bist du völlig übergeschnappt? Nö, ich bin da nur ein bisschen. Wird dafür wahrscheinlich nicht angegriffen. Ein Hexer. Das hat unserer Truppe noch gefehlt. Mutter Temerien hat mich geboren. Für Mutter Temerien sterbe ich auch. Wir bezahlen für ein Fleisch ja. Temerien mit unserem Blut. Du warst schon überall. Erzähl mal, rasieren sich die Weiber in Novigrad wirklich die Muschi? Okay, wo geht's hier links? Du nervst, Grauhaar. Ja, ich dich auch. Halt den Rand. Hier können wir hoch. Mutter Temerien hat mich geboren. Für Mutter Temerien sterben wir. Ja, das Lied kennen wir schon. Wir bezahlen für ein freies Temerien mit unserem Blut.
Zum Teufel mit dem Schatz. Schöner Ausblick. Nicht schlecht. Ein Hexer. Das hat unserer Truppe noch gefehlt. Ich werde gleich mal meditieren, bevor ich aufbreche. Schau mich hier nur mal im Lager um. Nur das war's so ziemlich. Im Lagerfeuer können wir mal meditieren. Meditation bis zum Morgen. Und da brauchen wir, dann müssen wir die Mission in der Nacht machen. Den Junior finden. Hexer können nicht die Poppen kriegen. Na dann. Plätze steht schon bereit. Und dann auf die Plätze, fertig, los. Ja. Plötzlich hängen wir wieder einen Baum fest. Eine Brücke in Ochsenfurt. Ja. Ich hoffe, da erwartet uns nicht zu schwere Kämpfe. Erschreckenderweise klingelt da irgendwas in meinem Kopf. Brücke in Ochsenfurt. Es würde hier was passieren. Mein Kontakt sollte hier sein. Die Kettenrüstung wird schon wieder rosten. Und die hier? Bereit? Der Kontakt wartet beim Schachclub. Bringen wir es hinter uns. Dein Kontakt. Wer ist das? Schlüpfriger Kerl. Wären die Umstände anders, hätte ich nichts mit ihm zu tun. Heißt das, dass du ihm nicht vertraust? Ich vertraue niemandem. Auch dir nicht. Gehen wir. Ja. Betritt den Schachclub mit Roche. Na dann. Spielen wir ein bisschen Schach. Oder auch nicht. Randalieren wir ein bisschen im Schachclub. Wahrscheinlich. Irgendetwas stimmt nicht. Dann lass es uns rausfinden. Was tun die Ganoven hier? Eine Runde gegen ihn spielen. Es heißt, Schach sei das Spiel der Könige, dass es einem strategisches Denken lehre. Was für ein Schwachsinn! Beide Seiten spielen mit gleichen Figuren. Die Regeln sind dieselben. Was hat das mit dem echten Leben zu tun? Hexer! Weißt du, warum ich Schach spiele? Um zu üben? Um euer Denken zu verfeinern? Nein. Ich spiele Schach, um das Geheimnis des Spiels zu lüften. Blut fließt durch die Adern dieser Schachfiguren. Man muss nur hinhören, dann hört man es. Tadam, tadam, tadam! Ein Herz voller Leben.
Ich schlage einen Bauern und höre, wie ein Leben erlischt. Ich gewinne eine Figur und höre ihre Schreie. Ich möchte diese Schachfiguren aufbrechen, die Wahrheit aus ihnen herausquetschen. Verstehst du, was ich meine? Der ist nicht mehr ganz dicht, der... Oder was? Nein, ich verstehe es nicht. Du verstehst es nicht, weil du kein König bist. Bauern sehen nur die Kameraden an ihrer Seite und ihre Gegner auf dem Feld gegenüber. Ja, weil sie für den Dreckskönig kämpfen müssen. Seine größten Feinde umgeben ihn. Die eigenen Figuren können den Kopf für die Fehler der Königin halten. Das bedeutet Schach und Tod. Weißt du, Hexer, Schach ist die Kunst, die eigenen Figuren zu opfern. Verstehst du es jetzt? Nein. Nein, ich verstehe es immer noch nicht. Unwichtig. Reden wir. Warum hast du den Hexer hergebracht? Das kann er euch am besten selbst erklären. Ich hatte einen redanischen Spion erwartet. Ich wusste nicht, dass wir einen König treffen. Wenn man auf Zwischenmänner verzichten kann, sollte man es meiner Meinung nach tun. Ja. Ich suche Cyprian Willi, Hurensohn Junior. Ich weiß, dass Redanian ihn unterstützt. Warum suchst du ihn? Das ist eine persönliche Angelegenheit. Na schön, ich frage nicht weiter. Können wir Schach spielen? Ich habe Junior in einem Anwesen in Ochsenfurt untergebracht. Nur wenige wissen davon. Sie werden dich nicht ohne Ankündigung reinlassen. Also musst du ihnen sagen, dass du wegen der neuen Huren kommst. Junior verlangt ständig nach neuen Frauen. Er soll sie schlecht behandeln. Wen wundert's? Ihr überlasst mir einfach den Mann, in den ihr Zeit und Geld investiert habt? Warum? Sieh es als Geste des guten Willens, zumindest fast. Dafür erwarte ich einen Gefallen von dir. Naja, das war ja klar. Und Junior hat seinen Nutzen verloren. Die großen Vier gibt es nicht mehr. Ich werde zu gegebener Zeit an dich herantreten. Geh jetzt. Und du, Roche, wir unterhalten uns ein andermal. Radovid versinkt scheinbar immer tiefer in seinem Wahnsinn. Ich weiß jetzt, wo ich Junior finde. Alles andere ist mir egal. Geralt, mir fällt ein, dass ich dich auch um einen Gefallen bitten möchte. Ich habe ein großes Problem mit Vess. Ich brauche jemanden, der sie zur Vernunft bringt. Komm zu mir ins Lager. Dann erzähle ich dir mehr. Lass mich drüber nachdenken. Bis dann, Rosch. Naja. Radovid, der... Wieder ein Tag im Arsch. Unser Junior. Gibt's zu Hurensohns Versteck. Machen wir noch Platz. In die andere Richtung. Quest gescheitert, die Banden von Novigrad. Aha, okay. Inzwischen Quest, die wir nicht rechtzeitig erfüllt haben. Die wir jetzt vernachlässigt und wegen Zeitdruck verloren haben. Oh, ein Schmied. Ah, ein Kunde. Zeig mir doch mal dein Angebot. Die können wir alle noch nicht nutzen.